Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage 2. So, der Ranger ist jetzt auch mal gefunden hier. Gerade noch ein bisschen rumgelaufen, dabei habe ich ihn dann entdeckt. Der letzte Log von Ranger Hurt. Die Shrouded sind jetzt überall in der Dünensee. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so auf sein Ziel fixiert ist wie diese Banditen. Sie kamen vor einigen Jahren aus dem Osten hierher und haben diese unbewohnbare Gegend allein mit der Kraft ihres Willens und Verstandes in eine Machtbasis verwandelt. Crowley hat erzählt, dass sie schon vorher hier waren, während des Kriegs, aber damals waren sie noch anders, nannten sich noch nicht die Immortal. Ich weiß, dass sie im Krieg für die Obrigkeit kämpften, sich am Ende aber gegen sie wandten. Jetzt sind sie wieder da, mit seltsamer Technologie im Gepäck, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Es ist alles verdammt mächtiges Zeug, alles basierend auf verstärkter Elektrizität und Filtrit, soweit ich das sagen kann. Bisher haben sie Violent komplett gemieden, vielleicht sind sie offen für ein Bündnis. Ich denke, ich werde ihnen ein Friedensangebot machen. Jo, das hat sich sehr gelohnt, hat wunderbar funktioniert, wie man sieht. So, Kiste habe ich. Alles klar. Dann waren wir ja weiter hier runter unterwegs. Schauen, was da sonst noch gibt. Vielleicht holen wir auch gerade den Konvoi noch mit. Hey! Ihr packt da neue Wachtürme hin, das ist nicht nett. Noch ein Obrigkeitswachturm. Mhm. Was soll das denn? Die Hälfte halt. Ich habe halt auch nicht so unglaublich viel Lenkraketen. Für diese Energieschilde brauchst du eine andere Waffe. Energieschilde erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Was hatten wir? War das R? Ah ne, Rechtsklick. Zu 70% intakt. Für diese Energieschilde brauchst du eine andere Waffe. Ah, wie ging denn das nochmal? Energieschilde erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Müsste ich ja, müsste ich eigentlich mit dem ausgerüstet haben. Kontrolleinstellungen, Tastatur, Belegung bitte im Fahrzeug. Kuhwehr Waffenwechsel. XA, wir haben einen Autopilot, interessant. Wie kann ich das mit dem Ding jetzt nochmal aktivieren? Das sind die Defis. Achso, aber nicht hier, sondern nur mit den entsprechenden Dings, glaube ich. Für diese Energieschilde brauchst du eine andere Waffe. Noch ein Obrigkeitswachturm. Für diese Energieschilde brauchst du eine andere Waffe. Ja, die sind doch jetzt eigentlich einmal weg hier, die Energieschilde, ne? Theoretisch. Energieschilde erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Waffe überhitzt. Ja, warte. Haben wir gleich.
So, gute Nacht. Du hast, glaube ich, auch nicht mehr so viel, oder? Schwachstelle ungeschützt. Na komm, gib noch mal raus die Schwachstelle hier. So, das kann weg. Kurz mit der Gatling drauf. Und wir sind eigentlich so weit durch. So. Komm, so viel hast du nicht mehr. Ach Mann. Ja, ich brauche echt viel mehr Munition und deutlich durchschlagskräftigere Waffen mit dem Ding. So, dann sind wir gleich wieder da. Das war nix. So, wunder. Sorry, Munition ist alle. Wenig Munition. So, wir haben es aber gleich. So, dann kann ich mir jetzt aber auf jeden Fall noch die bessere Panzerung holen. Ja, ja, ist okay. Das hatte die ganze Zeit noch gefehlt. Oder nehmen wir die? Das ist halt auch immer ganz witzig. Ja, ich glaube, das mache ich eher. Wir können uns jetzt aber endlich mal wieder ums Ziel kümmern. Wir haben noch ein Banditenlager unterwegs mitgenommen. Ist ja auch nicht verkehrt, denke ich. Mal zurück ins Bruchgebiet, bitte. Und jetzt dahin packen, aber wahrscheinlich einen neuen Konvoi. Aber ja, gut zu wissen, dass man die dann also quasi gar nicht alle erledigen kann. Also komplett leer räumen können wir die Karte jetzt halt bei Mad Max nicht. Welche Munition für... Oh, tatsächlich. Aber das wird sich halt... Oder das hat nichts gegen bewegliche Ziele. Aber wenn wir wieder so ein Lager haben... Das glaube ich gar nicht so schlecht. Na ja. Viel los hier mitten in der Nacht. Oh, ich sehe gerade, so fit ist der Wagen auch nicht mehr, aber dann können wir ja notfalls reparieren. Jetzt haben wir keine Verfolgungsjagden. Ich hoffe, so schnell kommen auch keine mehr.
Ja, mach dir mal. Drüber geslidet. Macht ja schon Spaß. Sicherheitsmodus aktiviert. Manuelle Reparatur erforderlich. Na dann. Die Herren. Du kannst mich vorne reparieren. Ja. Ich möchte aber erst das Feltrit mitnehmen. Das ist cool. Dann lass uns fahren. Ich glaube, geldmäßig sah es im Moment auch nicht mehr so gut aus. Naja, werden wir sehen. Eventuell kriegen wir ein bisschen was an Geld jetzt, wenn wir die Missionen weitermachen. So, schön Gas geben. So unglaublich weit ist es ja nicht mehr, sehe ich gerade. Sehr gut. Zurück im Bühnensee. Brutzelt es schon wieder. Die Autos könnte ich auch mal noch irgendwann sammeln. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Aber ist mir auch ehrlich gesagt ganz recht. Hm? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Komplett ausgestorbene Stadt. Sag, ich nähere mich jetzt der Genforschungsstation in der Dünensee. Wunderbar. Hören Sie zu. In ein paar alten Protokollen steht, dass die Obrigkeit im Fall einer Krise feindliche Archisten für ihre dortigen Experimente verwenden wollte. Ich kann nichts versprechen, aber kann sein, dass sie ihre Leute aus Rheinland dahin gebracht haben. Dann darf ich keine Zeit verlieren. Moment mal. Haben Sie... ein weiteres Signal von einem Ranger-Anzug. Mhm. Das müssen wir uns auch noch holen, aber ich hätte gerne den Ranger-Anzug. Dann müssen wir da hoch. Hier geht's. Meter. Lass uns das doch mal anschauen. Was rumort denn hier die ganze Zeit so? Wir müssen halt hier irgendwo rein. Beziehungsweise da weiter. Die Sackgasse. So, der Ranger ist da. Einmal. Na, wo ist 2? Ja. Dankeschön. Dann erzähl mal. Letzter Lauf von Ranger Fischer. Jemand oder etwas hat die Wachtürme hier unten in der verschütteten Stadt aufgestellt. Vielleicht sogar überall.
Wer außer der Obrigkeit hat die Möglichkeiten dazu? Diese Dinger kamen zuletzt im Krieg zum Einsatz und haben den früheren Widerstand stark dezimiert, bis quasi in seine Eastern Docks einen Weg fanden, sie zu deaktivieren. Für immer, dachten wir. Ich kam gerade um die Ecke, als auf einmal ein Wachturm meinen Wagen so einfach von der Straße pustete. Total Schaden. Ich bin knapp mit dem Leben davon gekommen und jetzt sitze ich in dieser Ruine fest. Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich kann nicht gehen. Ich kann das rote Auge des Wachturms sehen, wie es in meine Richtung starrt. Es weiß, dass ich hier bin und es kann ewig warten. Ich glaube, ich nicht. Ich glaube, ich bin am Arsch. Ah. Ja, der Wachturm. Ja. Da ist er. Helft uns ja der Wachturm, wie nett. Aber ja, ich habe glaube ich nicht genug Munition, um den jetzt hier platt zu machen. Wir sind da. Der ist sogar Level 9, ach du Heilige. Noch übler als die, die wir bisher hatten. Wachen der Obrigkeit, ich bin wohl richtig. Na, dann kommt mal her. So, hast du großartig Schaden gekriegt? Ah, ein bisschen. So, wir sind in der Lazarusstation. Wo haben wir die denn? Schauen wir mal, wo die Datenpads sind. Ich glaube nicht, dass es hier draußen schon anfängt. Hm? Tatsächlich. Wie kriegen wir das aus? Hier leuchtet ja was. Wird aber nicht angezeigt, dass man es irgendwie wegmachen kann. Na gut, wir hier drinnen was finden. Geschafft, ich bin drin. Wunderbar. Suchen Sie jetzt die DNA-Banken. Und vielleicht die Leute aus Mainland. Vielleicht. So, dann geht's direkt mal weiter. Da haben wir alles soweit. So, einmal ab nach unten. Ich glaube, hier schon echt zwei Datenpads übersehen, wie das aussieht. Naja, beim Rückweg.
Okay, hier scheint irgendwas abzugehen. Bist du da rechts? Ist relativ egal. Ja, hier scheint einiges zu sein. Na gut, gucken wir uns in der nächsten Folge hier ein bisschen weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.